Hallo, wir sind Isabel und Jan und wir nehmen euch mit auf unseren Mallorca-Urlaub und zeigen euch an 7 Tagen einige der schönsten Ecken der mediterranen Insel. Viel Spaß! Endlich Urlaub. Nach fast einem Jahr Reiseverbot kam unser lang ersehnter Urlaub nach Mallorca. Wir möchten euch mitnehmen auf unsere Reise und euch Mallorca aus einer ganz anderen Perspektive zeigen, denn die Insel hat viel mehr zu bieten als Partymeilen und Strände voller Touristen. Wir starten in einem kleinen Ort, Sonserra de Marina, im Nordosten Mallorcas, in dem sich unser Airbnb befindet. Unsere Wohnung liegt in erster Reihe direkt an einer tollen, weitläufigen Bucht. Diese Bucht hat keinen gewöhnlichen Sandstrand, sondern besteht aus ausgewaschenen Felsen. Diese sind auch etwas scharfkantig, weshalb wir immer wassertaugliche Schuhe dabei haben, mit denen man dann wunderbar auch in dieser Bucht baden und am Strand spazieren gehen kann. In der Bucht war nur wenig los, sodass wir immer nahezu alleine waren. Auch bei schlechtem Wetter lässt sich das stürmische Meer ganz gemütlich vom Fenster aus beobachten. Aber auch wenn wir gerade erst angekommen sind, möchten wir uns gleich den ersten naheliegenden Ort ansehen. Wir nehmen euch also mit nach Pollença im Norden von Mallorca in der Nähe der berühmten MA10, der Küstenstraße von Mallorca. Dieser Ort gilt als Kulturhauptstadt Mallorcas aufgrund vieler Kunstgalerien und eines Kunstfestivals, welches den Sommer über stattfindet. Der schöne zentrale Platz im Ortskern eignet sich perfekt, um sich mit einer Tasse Kaffee oder feinen Tapas für den Mittag zu stärken. Typisch für Mallorca sind die vielen kleinen Gassen und die hellen Häuser. Unbedingt besuchen sollte man den Kalvarienberg von Pollença. Beim Aufsteigen der 365 Stufen soll man der Tradition nach auf jeder Stufe jeden Tag des vergangenen Jahres Revue passieren lassen und kann dann oben die tolle Aussicht über die Stadt genießen. Beim Hinabsteigen soll man sich dann Wünsche für die kommenden 365 Tage überlegen. Wenn man das dann geschafft hat, hat man einen Espresso zum Abschluss sicher verdient. Am nächsten Tag fahren wir bei tollem Wetter zu einer sehr bekannten Bucht, der Cayo de Moro im Südosten Mallorcas. Im angrenzenden Ort Cala Lombards gibt es einen Parkplatz, von dem aus man die Bucht fußläufig erreichen kann. Euch erwarten dort dann steile Felswände und karibisches Wasser. Wem Cayo de Moro zu voll ist, der geht einfach weiter zur Cala Salmonia.
Egal wie man sich entscheidet, man kommt sicher auf seine Kosten, denn beide Buchten eignen sich perfekt zum Abkühlen und Tauchen. Nach dem Baden sollte man unbedingt in Santani vorbeischauen. In der Altstadt kann man mallorquinische Dorfromantik erleben mit kleinen Gassen und den typischen Häusern aus Sandstein. Nahe der Kirche hat uns ein sehr nettes und auffällig geschmücktes Restaurant gefallen, wo wir unseren ersten, aber sicher nicht den letzten, mallorquinischen Mandelkuchen genossen haben. Heute fahren wir zum bekannten Leuchtturm des Cap Formentor und genießen die kurvenreiche Straße entlang der Ausläufer der Sierra de Tramontana. Im Rückweg parken wir das Auto am Straßenrand und wandern hinab zur traumhaft abgelegenen Cala Figuera. Die dort freilaufenden und sehr selbstbewussten Ziegen schauen sich auch gerne mal in den Taschen der Touristen um. Vielleicht hat man auch das Glück beim Schnorcheln, auf die scheueren Meeresbewohner zu stoßen. Heute erkunden wir drei Städte entlang einer der schönsten Straßen Europas, der MA10. Unseren ersten Halt machen wir in Suyer im Nordwesten des Tramontana-Gebirges. Blickfang der Stadt ist der historische Platz mit der Kirche San Bartomeo. Direkt vorbei an den gemütlichen Bars und Cafés führt die Strecke des alten Holzzugs von Suyer. Dieser verläuft entlang malerischer Orangenhaine. Wer handbemalte mallorquinische Keramik sucht, sollte unbedingt das Geschäft Jardiniero Pedro ausgangs der Stadt besuchen. Hier findet man sicher ein passendes Souvenir für Freunde und Familie. Im zweiten Teil unseres Videos starten wir von dort aus direkt auf einen der schönsten Abschnitte der MA10 entlang der nordwestlichen Küste Mallorcas. Wenn euch der erste Teil unseres Videos gefallen hat, freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch.